Oh, jetzt können wir hier rechts irgendwie nochmal hoch. Da ist bestimmt was. Ja, eine Truhe. Können wir drüber hüpfen? Hopp. Ich bitte darum, die Truhe aufzumachen, Karim. Dankeschön. Wasser. Sehr schön. Wasserzauber erlangt. Sehr gut. Damit können wir nämlich jetzt auch Wasser casten. Damit haben wir jetzt gegen jedes Element endlich auch das Anti-Element oder wie auch immer. So, sorry, kurz vorhin was nachgeguckt. Zwischen. Sequenz wollte ich gerade schon sagen. Kampf. Yo, Jensen, los geht's. Ready to rumble. Oh, was ist das denn? Kieselsteine, magische Kieselsteine, Erde, das ist natürlich gut für Wasserelement. Das werden wir dann nochmal für alle casten. Sicher ist sicher. Wasser. Ich denke, man macht erst Sinn, die Kleinen kaputt zu machen. Wir sind sogar eher dran. Okay. Nicht sehr effektiv. Was war denn gegen Erde gut? Ich dachte, Wasser wäre gut gegen Erde. Oder war Luft gegen Erde? Ach, Wasser ist ja gegen Feuer. Nein, ich verwechsel das immer. Ah, natürlich. Ich greife mal mit ihm einfach direkt an. Dass wir mal die Dinger hier kaputt kriegen. Und er kann Zauber Luft machen gegen Erde. So, das war's nämlich. Nur gut. Macht nur einen Schaden, das heißt, wir müssen sowieso casten. Geht doch. Okay, er lebt noch. Zack, Krisenverteidigung. Oder Krisenangriff, ich weiß es nicht. Er benutzt auch mal einen Zauber, und zwar er heilt mal ihn und sie macht mal Barrikade auf ihn, damit er weiterhin schön Luft auf die kleinen Dinger casten kann. Bam! Schütze ihn vor Zauber. Heil ihn hoch. Und es macht gleich viel weniger Schaden. Sehr gut. Er benutzt jetzt auch mal einen Zauber. Und zwar auch mal Luft. Sie benutzt mal... Puh, was macht sie? Sie kann mal verteidigen. Und er benutzt jetzt wieder Luft gegen... Ich weiß gar nicht. Greift der... Ja. Ja. Ach Mist, falsche Reihenfolge. Okay, ist down. Alles klar. Keim ist nämlich schnell, langsamer als Jensen in der Hinsicht. Aber alles down. Interessanter Kampf. Hätte auch schneller gehen können. Und wie ihr seht, wir kriegen jetzt viel weniger XP. Das heißt, wir haben jetzt unser Max-Level erreicht für diese Gegend. Jetzt kriegen wir so viel weniger XP, dass sich Grinden nicht mehr lohnt. Danach kann man immer ungefähr, ob man auf den richtigen Level ist für die nächsten Gebiete. Natürlich kann man jetzt bis ins Unendliche grinden. Das wäre aber ein wenig, ja, doch schon hart, sage ich mal. Und würde sich nicht so lohnen. Und das Spiel wäre dann auch ein bisschen nicht zu einfach, aber ja, man will es ja auch herausfordernd haben, ne? So, machen wir mal ruhig alles komplett voll. Oder fast zumindest. Bin jetzt mal... Mana Cord auf alle. Und ich hoffe jetzt mal, dass wir jetzt vielleicht mal da sind. Es wäre natürlich jetzt blöd, dass wenn wir jetzt wirklich uns irgendwie regen können oder so. Ich kenne das Spiel nicht mehr so gut, dass ich das jetzt wüsste. Ah, nächster Kampf. Sieht gar nicht gut aus. Ja, sieht nicht gut aus. Und es ist... Turn the camera. Okay, die beiden schon wieder. Wogegen wir jetzt mittlerweile wissen, dass gegen Erde Luft... Ach, gegen Feuer. Ne, gegen Feuer ist Wasser gut. Das wissen wir auch.
Hören zu mir mal alle, denke ich. Machen wir es mal so und... Ich benutze mit ihm mal einfach Prisma. So. Au. Sehr schön, Schaden hoch. Schaden hoch. Erster ist down. Okay, dann wieder. Obwohl, wir müssen jetzt eigentlich gar nicht unbedingt down, weil ich glaube, Jensen würde es down kriegen. Deswegen werden wir jetzt mal beide... Obwohl, der hat eh nicht so viel AP. Machen wir es mal so. Und der ist jetzt fort. Ich drücke immer zu lange. Okay, bisschen AP hat er, TP hat er sogar gekriegt. Der Gegner. Bullen. Angriffsstärke erhöht sich, okay. Aber wir haben jetzt noch Prisma. Und down. Das war nicht so toll. Na. Doch, hier kriegen wir doch richtig XP für die, okay. Weil, bringt der andere einfach nicht so viel XP? Hm. Zumindest brauchen wir jetzt uns nicht reggen. Und wir haben auch keine Fähigkeiten oder sowas bekommen. Da sind wir heruntergekommen, deswegen gehen wir jetzt mal hier lang. Ich guck mal so ein bisschen, ob hier irgendwie links, rechts was sein könnte, was ich vielleicht schieben könnte, so wie hier. Plonk. Und ein Kampf. Hoffentlich wieder die drei. Dann kriegen wir wenigstens schön XP. Ja, sehr schön. Ich würde mal sagen, etwas andere Taktik diesmal. Wir verteidigen uns mit denen. Und er benutzt einfach wieder Prisma. Machen wir das gleiche nochmal. Ich denke mal, das ist die einfachste Taktik, ohne dass wir richtig viel Schaden kriegen. Und er, Jensen müsste eigentlich mit seinem Prisma alles kaputt machen können. Na, den einen nicht. Durch den Def natürlich, die noch besteht. Aber da können wir jetzt, denke ich mal, das fertig machen. Und hinten auf den machen wir Erde, also Luft. Mittlerweile kriege ich es auch hin. Ja. Down. Ich kann perfekt hin. Naja, down ist down. Und Level up, Level 15. Auch gut. Keine Gegenstände gefunden, leider. Sowas wie ein Shop wäre auch mal geil. Schwarzhassmagie für Seth. Auch sehr gut. Dann können wir das mal endlich equippen. Fähigkeiten natürlich. Genau, machen wir mal. Sie braucht nicht unbedingt schwarz-weiß Magie. Das braucht sie nicht. Also die braucht nicht schwarze Magie 2. Braucht sie einfach nicht. Machen wir nochmal. Na, allzeit bereit. Stehlen kann sie dann, wie auch immer, schwarz-weiß Magie, das braucht sie natürlich dann auch nicht mehr. Was kann sie sich denn ausrüsten an der Stelle? Krisenverteidigung. Ich glaube, das hat sie sowieso schon gedingstet, oder? Also equipped als Fähigkeit, ne? Ja, Krisenverteidigung, er hat... Wer hat denn das Krisen... Der hat Krisenangriff. Was ja okay ist. Sie hat... Hat die noch... Die hat gar keinen Krisenangriff gelernt, ne? Dann wechseln wir das mal. Obwohl, er hat es auch noch nicht gelernt, ne? Ich glaube, dass der braucht auch ein bisschen, um das zu lernen. Oder auch nicht. Nicht verfügbar. Lernfortschritt nicht verfügbar. Ja gut, dann kann er das auch wegtun. Dann kriegt er dafür... Keine Ahnung. Er nimmt... Der muss das noch lernen. Sie nimmt zumindest dann... Krisenangriff. Und er kriegt dann Krisenverteidigung. So. Dann passt das zumindest mit den Fähigkeiten hier. Dass sie dann Krisenangriff, Krisenverteidigung hat. Er hat auch beides. Und alles hat bereit. Und
Sie auch. Und dann haben sie alle gleich das Gleiche. So, alles klar. Wir müssen aber noch heilen. Leider müssen wir heilen. Machen wir es mal so. Müssen nicht ganz voll heilen. Ich bin ja der Meinung oder der Hoffnung, dass wir jetzt bald mal endlich zu einem Punkt kommen, wo wir zumindest speichern können oder so. Da würden wir auch wieder voll geheilt werden. Meine ich zumindest. Hier ist nix. Niente, nada. Okay. Oh, und wir sind jetzt im neuen Gebiet. Zwar folgt nach dem Y-Berge Nord und Süd folgt jetzt die Konstruktionsbasis des großen Stabs. Südosten. Also ihr seht schon, so ein bisschen sind wir jetzt gegangen. Da war Keim. Dann ist er zur Stadt Ura gegangen. Sind wir aufgegangen oder sind wir losgereist zu den Y-Berge, haben die jetzt beide geschafft und sind jetzt ja bei der Konstruktionsbasis. Quasi ganz nah am großen Stab schon dran. Die Konstruktionsbasis. Sehr schön. Das sieht aus wie so eine kleine City. Wo uns zumindest ein bisschen, ne? Okay, Zwischensequenz. Wer seid ihr? Hat dir keiner was gesagt? Wir sind Ermittler des Rats. Ich bin Seth. Das ist Keim. Den anderen kannst du einfach ignorieren. Hey! Hey! Oh, unser Funkverkehr ist gestört. Der magische Motor hat wieder Fehlfunktionen. Überall tritt ständig magische Energie aus. Ich wusste, dass sie außer Kontrolle ist. War sie das mit dem Meteor? Meteor? Wovon redest du? Wir haben alles versucht. Wir haben das Gelände geräumt, aber wir haben vorher noch ein Kontrollventil eingebaut, um den Fluss zu stoppen. Vor 3 Tagen war der Austritt noch enorm. Enorm! Und genau da ist es passiert. Okay. Die Konstruktionsbasis. Da können wir zumindest heilen. Das mache ich jetzt speichern. Das mache ich mal als allererstes. Von Level her sind wir ganz okay dabei. Wie gesagt, so Level 14 war das Ziel. Sind sogar Level 15 geworden. Sehr schön. Hatten Glück mit den Kämpfen, dass wir immer schön die Kämpfe bekommen haben, wo mehrere Gegner dabei waren. Das heißt, da kriegen wir auch mehr XP. Und dann gehen wir mal in die Gebäude hier und gucken, ob wir vielleicht irgendwo noch einen Shop finden. Denn wir haben Geld und wir könnten so ein paar Sachen kaufen, gebrauchen. Wir können uns hier ausruhen, das ist schon mal sehr gut, weil wir sind durch Speichern sind wir vollgekommen, okay? Du willst also den großen Stab untersuchen? Leicht gesagt. Aber bist du sicher, dass du überhaupt in seine Nähe kommst? Ja, ich bin mir eigentlich sehr sicher. Lustiges Puzzlespiel hier. Wo wir von dieser Seite nämlich gar nicht reinkommen. Na komm. Wie ihr seht, wir müssen nämlich von der anderen Seite hier rein. Das heißt, wir können hier gar nichts machen. Dann gehen wir raus. Ausruhen, wie gesagt, bringt nicht so viel, da wir volle HP haben. Es würde vielleicht einen Traum, glaube ich, hervorwecken, aber ich werde die mal so weitestgehend nicht bewusst aufrufen. Es sei denn, ihr wollt es unbedingt, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Können die ja immer noch hinterher vielleicht nochmal dann angucken. Ja, was ist das für ein Ding? Datenbank. Okay. Viel zu lesen. Möchte ich aber jetzt gar nicht. Ich möchte eher einen Shop aufsuchen. Ich möchte hier durchkommen. Hallo. Danke. Jetzt lässt er mich hier durch? Ja. Okay. Aber kein Shop. Gibt's hier nichts zu kaufen? Gut, es ist eine Konstruktionsbasis. Hier muss nicht unbedingt irgendwie ein Laden vorhanden sein, ne? Macht ja durchaus Sinn. Gucken wir, was da oben ist. Aha. Da geht's runter zumindest. Hey. Tut mir leid. Hier darf niemand durch. Nur befugtes Personal. Ich bin befugt. Denke ich mir zumindest. Manchmal.
Sir, da hinten geht es nicht rein. Na toll. Müssen wir den vielleicht irgendwie austricksen und warten, dass er irgendwie weggeht? Okay, da ist auch noch einer. Gerade ist er doch kurz weggegangen. Wie habe ich das denn hingekriegt? Ja, ja, ich weiß es nicht, ob ich darf. Weil hier sind, glaube ich, Vögel oder so entlang geflogen, ne? Jetzt guckt er wieder weg. Hier ist zumindest noch so ein... Genau. Ein bisschen Geld. So, guck mal, jetzt guckt er nämlich gerade kurz... Jetzt hat er weggeguckt. Ja, das war die Chance vielleicht gewesen. Warten wir mal eben ab. Nein. Okay, wir haben aber die Kiste zumindest ein bisschen nach vorne gekriegt. Warten wir mal. Da gibt es bestimmt ein tolles Item. Ich weiß doch, dass du da weggehen willst, du Wache. Karte können wir auch ein bisschen zoomen. Oh, da gibt es relativ viele Sachen noch. Ist gar nicht so klein, diese Basis. Na los. Jetzt gehen wir weiter. Ich weiß doch, dass du es auch willst. Und du willst es doch auch. Weil ich weiß, dass du es willst. Wie habe ich den denn vorn getriggert? Habe ich einmal hier unten lang gegangen bin? So. Vielleicht. 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 Vielleicht hier oben hin. Vielleicht einfach mal kurz weggegangen. Mann, du bist doch vorne auch schon losgegangen. Vielleicht muss ich den noch einmal ansprechen, damit das getriggert wird. So. Jetzt guckt er. Die gucken aber alle immer nach links und nach rechts. Jetzt, okay. Jetzt haben wir ihn getriggert. Durch irgendwas. Jetzt versuche ich ihn. Nimm sie doch. Ich kann sie nicht weiter. Ich kann sie nicht weiter nach hinten ziehen. Weil ich nach vorne hätte ich sie auch nicht mitdrücken können, irgendwie, weil wir von. Ich kann sie auch nicht nach vorne ziehen, ne. Ah, wir müssen von der anderen Seite müssen wir das wahrscheinlich auch machen. Wahrscheinlich. Okay. Ich glaube, das reicht dann. Dann von der anderen Seite gehen wir rein und können es dann schieben. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck. Das heißt, den triggern wir jetzt auch einmal. So, jetzt möchtest du, glaube ich, auch ein bisschen rund gehen. Genau. So, jetzt warten wir hier so. Hey, jo, eigentlich wollen wir gar nichts. Tschüss. Ach, jetzt sieht der uns. Ah, okay. Müssen wir also beide gut timen. Okay, dann triggern wir ihn einmal. Der geht los. Triggern ihn einmal. Ich hoffe, er geht jetzt auch los. Möchtest du nicht auch losgehen? Hm? Hallo? Danke. Jetzt müssen wir mal gucken, dass die sich auch gut timen. Jetzt. Okay. Was lassen? Das Ding nehmen. Okay. Und runterklettern. Yay, wir haben es geschafft. Hat ein bisschen gedauert, aber wir haben es geschafft. Auch sowas gehört dazu.